Du hast Bock auf einen richtig fetten Stern? Bud Spencer und Terence Hill sind deine Helden, dann empfehle ich dir, diese Demo anzuschauen. Und anschwebend bei dem Stern von Kentuck vorbeizuschauen. Und auch, dass ihr Stecher. Na, dann würde ich doch mal sagen, wir starten. Alter, okay. Diesmal sind das richtig schöne viele Maps. Das sind fast doppelt so viele, oder? Und wir starten mit Bud Spencer. Ach, guck mal, Wuchtangriff, halt gedrückt, das ist neu. Von X ist das. Alles klar. Hast du gehört, Partner? Gelbes Gold. Ich hab's gehört. Sobald wir das Gold in die Hände bekommen, gehen wir nach Florida feiern. Wir sind doch schon in Florida. Ach ja, stimmt. Da ist er. Das muss er sein, der... Kapitänin Jones, es ist uns eine Ehre, in Ihrem Dienst zu stehen. Ihr Ruhm und Ihre Schönheit sind in aller Munde. Da seid ihr ja endlich. Als wir erfuhren, dass wir mit Ihnen arbeiten würden, sind wir losgeeilt. Ist ja gut. Aber sagt eurer Abteilung, dass sie uns das nächste Mal früher benachrichtigen sollen, wenn sie Leute schicken. Wir sind hier mitten in einem Polizeieinsatz. Ja, Chefin. Zu Befehl, Chefin. Wir haben Informationen, dass sich Banden aus Chinatown und Little Italy zusammengetan haben, um einen großen Wettring zu organisieren. Wir ermitteln. Die Menschen in der Nachbarschaft sind jedoch nicht sehr kooperativ. Fragt ein bisschen herum, ob jemand etwas weiß. Machen wir, Kapitänin. Hey, hör endlich auf, den Streber zu spielen. Lass uns lieber mit den Ermittlungen beginnen. Sprich du mit denen. Du hast eine tiefere Stimme. Mir scheint, als hätten die nicht vor, mit uns zu sprechen. Boah, wie gut ist diese Sprachausgabe. Ah, guck mal, das war der heftige Schlag. Krass, schön. Spielt sich gut. Die drei kaputten Japaner. Kennen wir auch noch aus dem Film. Schade natürlich, dass es nicht mehr die Originalstimmen sind, aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch leben. Aber die machen das sehr gut. Gefällt mir. Oh, okay. Oh, es ist hier viel los. Moment mal. Der hat einen Stock, den wir nicht haben. Boah, war der jetzt schon kaputt tatsächlich? Ach, wir können zwei aufheben. Schön, dass wir wieder zu Hause sind. Ich weiß nicht, wie weit die Demo gehen wird. Aber nach hinten ging doch irgendwie. Ja, hier. Ich bin aber hier. Komm her, du. Du wirfst die ganze Zeit, ne? So, steh auf. Bom. Wo will der hin? Man kann generell auf die Schläge aufladen, ne? Okay. Boah, wir haben gut den verloren. Ach komm, die Äpfel können wir auch essen. Oder?
Nee. Okay, nur die Hamburger. Kann doch stehen. Nur der Ronzel, die hier ist, ne? Na. Das sind aber viele. Komm her, du. Ach, der hat so einen Schutzhelm. Ich kann nicht überlegen, was der im Kopf hat. Aber hat nicht geklappt. Rums. Oh, weg. Aua. Nenn das. Rums. Ich glaube, das ist ein Dicker. Na, der war vermöbelt. Warte mal, das ist noch Hamburger, den brauche ich dringend. Okay, Chinatown. Ach so, ach, ich muss was machen. Du hast gesagt, das ist hier ohne Zwischenzähne. Und der letzte Bomb. Ja! Coole Idee. Kurz was anderes erwartet. Hey du, mein Kleiner. Was machst du hier? Ich warte darauf, dass mich jemand abholt. Und wie heißt du? Mark Dalusen. Ich bin ein Schüler des großen Meisters Chan und lerne die uralte Kampfkunst der Underdeban. Schau mal. Okay, okay, wir haben verstanden. Pass aber auf, dass du nicht unter der Straßenbahn landest. Danke, großer Mann. Unter der Bahn. Genau, Typen. Apfel. Komm. Weißt du, was Darren Silver helfen sollten? Aber erstmal müssen wir uns hier um die Typen kümmern. Oh, jetzt geht doch mal alle weg hier. Und dieses Rumgehampel. Komm ich denn da rüber jetzt? Ah, guck mal, da war so eine Doppelattacke. Keine Ahnung, wie ich die gemacht habe, aber... Komm ich da durch? Nee, ne? Hinten lang? Auch nicht. Kann ich helfen?
Zutrauen noch bei mir viel mehr als bei ihm. Und komm hoch. Ach, jetzt. Ah, guck mal. Guck mal, das ist eine Pfanne und so ist ein Teddybär oder irgendwas. Nimm ich mit. So, los geht's. Das ist noch viel mehr los als im ersten Teil. Was ist denn B überhaupt? Drück hier direkt das her. Ja, guck mal, die haben aufgeräumt. Guck mal, den schubst du mal von Weitem gleich. Boah. Komm her! Dicke nervt ja ein bisschen. Welche Dicke? Glorreich ausgewichen. Oh, ich muss trinken, was ist. Oh, ich geh mal weg. Wer nicht verschwinden will, ne? So, gucken, ob ich ihn erwische, wenn er herkommt. Was war jetzt mit der Tür eigentlich? Könnte ich die jetzt aufmachen? Geh nur ein paar Mal auf. Liegt doch das Essen da? Nee, verdammt. Aber wir sind Little Italy, irgendwie. Zumindest hier ein italienisches Restaurant. Und nun? Der hat ein verdächtiges Gesicht. Aha, stimmt. Aber wie bringen wir ihn zum Reden? Lass mich das machen. Ja, ja, war ja klar. Du bist ja die Nummer eins. Allerdings, das wollen wir auch nicht vergessen. Ich sagte dir doch, dass der uns nichts verrät. Na, sieh uns doch an, ich würde auch nicht mit zwei Bullen sprechen wollen. Können wir gehen? Ich würde ja gerne, aber du vergisst was. Sieh doch. Ah, ich verstehe. Der verdammte Spanner-Satellit. Nein, sieh hin! Wir müssen einen Weg finden, an diese Kleider zu kommen. Also der redet nicht mit uns. Pass auf, heißt Ohren, dann würde er es doch schon machen, ne? X. Geh hoch. Bereich zum Wechsel des aktiven Charakters. Ah, okay. A, B. So. Muss ich da was machen? Gegenstände werfen und zielen. Während Terrence. Steuer ist halt Y mit Drücken zu zielen. Lass Y los, wenn der Gegenstand zu werfen ist. Okay, also wir müssen irgendwas machen. Aber wohin?
klar. Wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, das ist cool. So, jetzt kann doch das Fenster hoch. Und hier kommt Terrence wieder rüber. Jetzt haben wir es kaputt gemacht und? Ah. Das war. Achso. Ah, warte mal. Da ist hier doch was wackelt. Ja. Jetzt habe ich einen Dreh raus. Cool gemacht. Aber noch mal mit meinem Fenster stehen. Wir können ja trotzdem mal wechseln zwischendurch. Was es jetzt gebracht hat, dass wir da die Blumen kaputt gemacht haben, ist auch keiner, ne? Wenn ich gleich die Treppe nehmen können. Vögelchen hat mir gezwitschert, dass hier gewettet wird. Warum fragst du mich? Sehe ich etwa wie ein Glücksspieler aus? Und mit wem sollen wir dann darüber sprechen? Wenn ihr mich besiegt, verrate ich euch vielleicht was. Rate mal, wo deine Karte ist. Schau auf die Karte, die du erhalten hast. Weiter die... Okay, unten, links, oben, rechts. Okay, wir brauchen den Helm. Ich glaube, uns ist ganz links. Die? Alter, wie gut. Shit, glaube ich links, ne? Hat der die jetzt einfach rübergeworfen? Oh, scheiße. Ich kann nur raten. Ah, fuck. Das war knapp. Aber alle falsch, ne? Ja. Okay. Zweite, dritte, vierte. Das muss jetzt aber klappen. Yes! Okay. Was ist das jetzt? Cooles Spiel. Ihr habt gewonnen. Geh zum Friseur und frag nach Oswald. Dann kannst du dir endlich den Bart rasieren. Wie geil, dass er die Animation auch mit reingenommen hat. Bart oder Haare? Oswaldo. Was ist das, ein neuer Schnitt? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kenne keinen Oswaldo. Hör mal zu, ich bin hart im Nehmen und wenn du denkst, dass ich dir was sage, täuschst du dich gewaltig. Also, Bart oder Haare? Bart. Den Bart. Na, ja, das war so klar. Oh, wir können das Ding drehen. Öffne die Tür und dann den Flur entlang.
den ganzen Weg nach hinten und du findest den Bettraum. Danke, ich mag deine Diskretion. Ach, ganz hinten, Level abgeschlossen. War cool. Oh, das war's leider schon. Aber wie gut. Es macht voll Spaß. Egal. Okay, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, am 22. September. Und dann spielen wir auf jeden Fall das ganze Spiel durch. Ich habe jetzt schon richtig, richtig Bock. Sagt mal, was ihr von dem Spiel haltet. Und schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bis bald.